Mit dem e-tron Sportback deckt nun auch Audi die Nische der vollelektrischen SUV-Coupés ab. Bei einem Basispreis von über 83.000 Euro für unseren Testwagen ist das natürlich nicht ein Auto für jedermann. Dennoch wollen wir euch den Tesla-Konkurrenten Made in Germany nicht vorenthalten. Und damit herzlich willkommen beim ADAC Autotest. Über besondere Details wie die vier parallelen Linien hebt sich der e-tron von den herkömmlichen Audi-Modellen ab. Praktisch ein Blick in die Zukunft, der wohl am deutlichsten bei den kamerabasierten Außenspiegeln auffällt. Deren Bild wird an kleinen Monitoren im Innenraum angezeigt, die im e-tron allerdings recht tief sitzen. Wie seht ihr das? Wie findet ihr kamerabasierte Außenspiegel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auch wenn das Heck des e-tron gewohnte Strukturen und Designelemente zeigt, Endrohre sucht man natürlich vergebens. Dafür sorgen ein dezenter Spoiler und das breite Leuchtband für einen präsenten Auftritt. Bei einem Leergewicht von 2562 Kilogramm braucht es auch einen kraftvollen Antrieb, um ordentliche Fahrleistungen zu bieten. Schon mal vorab, bei 200 km/h ist Schluss. Reicht in den meisten Fällen auch. Ansonsten treiben zwei Elektromotoren mit zusammen 408 PS alle vier Räder an. Das maximale Drehmoment liegt bei satten 664 Newtonmetern. Sein hohes Gewicht merkt man dem Audi e-tron Sportback nicht unbedingt an. Mit dem Elektroantrieb geht es sehr sportlich voran. Auch Kurven kann man flott durchfahren, zumindest solange es trocken ist. Der e-tron bietet mit seiner serienmäßigen Luftfederung einen einwandfreien Fahrkomfort. Die meisten Unebenheiten werden problemlos glatt gebügelt. Die Lenkung arbeitet durchaus präzise, bietet aber recht wenig Gefühl, typisch Audi. Auch den ADAC-Ausweichtest meistert der e-tron Sportback ohne Probleme. Das ESP greift beherzt und effektiv ein. Zum ausgewiesenen Sportler taugt der e-tron aber allein schon wegen seines Gewichts freilich nicht. Drei große Displays beherrschen den Innenraum des e-tron Sportback. Eins für die Instrumente, das zweite für Infotainment samt Navigationssystem und dann noch eines für die Klimabedienung. Dadurch wirkt der Innenraum sehr clean, vorbei die Zeit der vielen Schalter. Nun gibt es höchstens viele Fingerabdrücke. Gewöhnungsbedürftig sind die virtuellen Außenspiegel. Platz gibt es vorne und im Fond genügend, auch für Knie und Kopf. Und der Kofferraum besticht mit einem Fassungsvermögen von 400 bis 780 Liter. Auf dem ADAC Ecotest-Prüfstand haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 24,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gemessen. Das ergibt eine CO2-Bilanz von 134 Gramm pro Kilometer. Nur 3 von 5 Sterne im ADAC Ecotest sind das Resultat. Mit einer Batterieladung kommt man gut 390 Kilometer weit. Eine 80% Ladung dauert rund eine halbe Stunde. Würde euch diese Reichweite des Audi e-tron Sportback im Alltag genügen? Oder wie weit muss ein E-Auto kommen, um für euch interessant zu sein? Verratet es uns gern. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.